Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und wir haben uns hier auf diesem Kanal schon einige Pokémon von Lubiyu angeschaut aus den Diamond Blocks. Aber ihr seht schon, diese Verpackung sieht weder aus wie die von Lubiyu, noch steht Lubiyu drauf. Und zwar ist das von LNO eine Verpackung. Und wie gesagt, sie sieht auch anders aus wie von den Pokémon. Also was werden wir heute bauen? Ihr habt sicherlich schon im Titel gelesen. Und zwar ein Yoda aus der Gift-Series von LNO. Also sind wir jetzt aus dem Pokémon-Universum sogar schon bis zu Star Wars vorgedrungen. Dieser Yoda besteht aus 267 Teilen, ist die Nummer 121 und ist ab 14 plus baubar. Hier unten haben wir mal wieder einen wunderschönen Text, den ich euch nicht vorlesen kann. Vielen Dank. Auf jeden Fall, hier haben wir nochmal den Yoda abgebildet. Und hier haben wir die Größen von den Steinen. Und die sind nicht übereinstimmend mit den Größen von den Micro-Bricks bzw. Diamond Blocks von Lubiyu. Und zwar sind diese hier ein Stück höher, also statt 5 mm 6,3 mm. Und diese halben Bricks hier sind hier gar nicht größenmäßig angegeben und die existieren hier auch im Normalfall gar nicht. Also sind das noch kleinere Steine als von denen hier. Weil diese Brickhöhe von knapp 3 mm ist die Höhe, die hier eigentlich immer mit 5 mm angegeben ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Steine hier zu bauen sind, ob sie auch so eine gute Qualität haben wie die von Lubiyu und die Diamond Blocks und ob wir sehr viel Spaß damit haben oder eben auch nicht. Und ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall mal die Packung auf und wir gucken uns zusammen an, was sich darin verbirgt. Und wenn wir das jetzt hier ausschütten, dann sehen wir zum einen, wir haben eine Tüte mit einigen Steinen. Die schauen wir uns dann zusammen nochmal an. Und wir haben eine Anleitung hier. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Anleitung an und dann schauen wir uns die Steine an. Und dann möchte ich das auch nochmal überprüfen, ob das wirklich unkompatibel zu den Lubiyu-Steinen ist, beziehungsweise den Diamond Blocks, die wir ja schon öfters verbaut haben, auch in dem großen Flugzeugträgerschiff. Wenn wir uns das hier auf jeden Fall anschauen, die Anleitung ist, würde ich sagen, ein bisschen schöner gestaltet als die von Lubiyu. Die Schritte sind ein bisschen größer dargestellt, das finde ich schon mal ganz gut. Wir haben auch immer eine Teileliste daneben, haben wir auch bei denen von Lubiyu nicht. Und am Ende haben wir hier auch nochmal eine schöne Grundplatte. Da bin ich auch mal gespannt, ob die kompatibel ist mit denen von Lubiyu oder den Diamond Blocks. Und ich würde sagen, auch wenn es natürlich eine Faltanleitung ist und nicht klammergebunden, und natürlich sind Faltanleitungen nicht so schön wie klammergebunden, macht die Anleitung einen relativ wertigen Eindruck und ich finde sie von der Gestaltung auf jeden Fall gelungen. Wir werden ja dann auf jeden Fall sehen, wie sich's danach bauen lässt. Machen wir jetzt mal diese Steine hier auf und dann schauen wir uns mal an, ob sie kompatibel sind mit den Diamond Blocks, die wir kennen, und ob damit die Verpackung einfach falsche Maße angibt oder ob die Verpackung richtige Maße angibt und es wirklich völlig unkompatibel ist. So, wir nehmen mal die Anleitung hier zur Seite, machen das hier mal auf einen Haufen und dann hole ich jetzt auf jeden Fall mal ein paar Diamond Block Steine in der Größenordnung, wie wir sie bisher schon die ganze Zeit gekannt haben. Haben wir hier. Da habe ich immer so kleine Beutel, wo ich die halt aufbewahre. Und da würde ich sagen, machen wir den Beutel mal auf. Und dann schauen wir uns mal an, ob sie nun kompatibel sind oder nicht. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, wir haben hier falsche Maße auf der Verpackung von dem Yoda angegeben. Weil dieser rote Stein hier ist von den uns bekannten Diamond Blocks. Und dieser grüne Stein ist von dem Yoda. Und wenn wir das hier anschauen, sieht das von der Höhe eigentlich genau gleich aus. Und auch von den Noppen sieht das sehr gleich aus. Ich meine, wir machen sie mal zusammen. Das passt auch. Dementsprechend bin ich schon verwundert, dass da so andere Maße angegeben sind. Also wahrscheinlich sind da falsche Maße auf der Anleitung angegeben und sie sind eigentlich kompatibel, weil wenn wir uns das anschauen, das funktioniert, das lässt sich sehr gut ineinander stecken und es sollte kompatibel sein, wenn ich mir das so anschaue. Ich kann ja mal schauen, ob ich hier jetzt noch andere Steine finde, die vielleicht nicht kompatibel sind. Hier sind ja auch zwei verschiedene Höhen angegeben auf der Packung, aber ich sehe hier keinen Stein, der höher ist, wenn ich ehrlich bin. Also alle Steine, die ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, haben dieselbe Höhe und dieselbe Noppenhöhe. Dementsprechend verwundert mich das schon ein bisschen. Und vor allem, es sind ja auch keine verschiedenen Höhen angegeben in der Anleitung. Das hätte man ja dann kennzeichnen müssen, was man braucht. Und dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal davon aus, es ist voll kompatibel. Wenn ich da aber noch was anderes merke, dann sage ich euch das auf jeden Fall während dem Bau. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich fange auf jeden Fall jetzt an zu bauen. Und werde mich dann nach ein paar Bauschritten melden, ob diese Steinequalität genauso gut ist wie von den uns bekannten Diamond Block Steinen. Es ist ja ein anderer Hersteller, auch wenn sie kompatibel sind. Und ob ich Spaß damit hatte oder eben nicht. Und ganz am Ende, wenn das Modell fertig ist und wir uns schon ein paar Bauschritte angeschaut haben, dann gebe ich am Ende eben eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung, wie wir das kennen. Wir werden, denke ich, sehr viel Spaß haben.
Ja, man baut ungefähr eine dreiviertelste Stunde, bis man fertig ist. Und jetzt fragt ihr euch, hä, warum sagt er erst fertig? Und er wollte uns doch Schritte zeigen. Ja, das hätte keinen Sinn gemacht an und für sich, weil die Anleitung ist schon in Schritten mehr oder weniger. Also man baut erst die verschiedenen Teile und setzt sie ganz am Ende zusammen. Und deshalb kann ich euch die Schritte, die einzelnen zeigen, obwohl ich es schon quasi fertig gebaut habe. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal damit an. Auf jeden Fall baut man als erstes hier diesen Unterkörper von Yoda. Dann baut man den Kopf von Yoda, dann baut man die Arme von Yoda und dann baut man das Lichtschwert. Und im Endeffekt muss man das jetzt nur noch zusammensetzen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einfach mal live, bevor ich euch dann sage, wie gut ich damit klargekommen bin und ob ich Spaß hatte oder nicht. Auf jeden Fall, der Kopf von Yoda ist schnell draufgesetzt, völlig logisch. Die Arme von Yoda sind mit so einem Kugelgelenk hier festgemacht. Oh, das macht einen sehr guten Eindruck tatsächlich. Also das funktioniert sehr gut. Fühlt sich am Ende auch wirklich straff und wertig an. Also das muss ich sagen. Es macht einen besseren Eindruck, als ich es jetzt erwartet hätte. Und zur Teilequalität sage ich ja dann generell sowieso auch noch was. Dann machen wir auf jeden Fall noch den Arm ran. Dann haben wir hier die Arme als Drehgelenke, den Unterkörper und den Kopf zusammen. Und jetzt könnte man noch das, und jetzt kann man hier noch das Lichtschwert an dieser einen Noppe hier festmachen. Würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal in der rechten Hand. Und durch das Drehgelenk kann man sich das dann quasi so positionieren, wie man möchte. Das ist sehr gut gemacht. Und ich finde, es sieht auch nicht gerade schlecht aus. Ich stelle ihn jetzt noch auf diese Platte und dann reden wir mal über die Teilequalität und wie es mir beim Bau so ergangen ist. Und damit ist der Mini-Yoda fertig. Und ich muss sagen, es sieht doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus, würde ich sagen. Ich meine, man muss immer den Maßstab sehen. Wir haben hier 267 Teile. Natürlich ist er dann nicht komplett detailreich, aber ich finde, dafür ist er doch sehr gut gelungen. Und ich würde sagen, den kann man sich sehr gut hinstellen. Aus der Sicht hat es schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe noch ein paar andere Teile oder andere Diamond Blocks mit eingebaut, weil wir uns ja die Frage gestellt hatten mit der Kompatibilität. Und ich muss sagen, es ist voll kompatibel, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Und auch die anderen Teile haben perfekt gepasst. Die Teilequalität hier ist sehr gut. Sie halten fast noch ein bisschen straffer zusammen als die anderen Diamond Blocks von Lubiu, die ich euch vorgestellt hatte. Und davon gibt es einen Daumen nach oben. Ist zwar teilweise dann wieder schwierig, sie auseinander zu bekommen, aber wirklich sonst die Teilequalität halt einfach hervorragend, kann ich nur empfehlen. Meine Probleme, die ich gesehen habe, habe ich eher in der Anleitung gesehen. Aber nicht, weil sie irgendwie unverständlich ist oder falsch ist oder direkte Fehler hat, sondern eher, weil da die Farbtreue zu den Teilen teilweise echt eine Katastrophe ist. Also, ich finde, es ist schon ein großes Stück, dass man nicht erkennen kann, ob wir hier schwarz verbauen sollen oder hier schwarz oder doch hier schwarz oder ist es doch dunkelbraun? Weiß man nicht so richtig. Oder ist das dann jetzt hier schwarz? Oder ist das nun jetzt dunkelgrün? Also ich muss sagen, das sieht man fast nicht. Das ist krass. Also da muss man sich so anstrengen und dann muss man echt aufpassen, dass man sich da nicht verbaut. Und dann, die Höhe, finde ich, ist ja wirklich. Schaut euch mal diese Teile an, ne? Bronze. Warte mal, wo ist denn da Bronze an dem Yoda? Das ist dieser Farbton. Da muss ich, glaube ich, nichts dazu sagen. Also das ist wirklich krass und da muss ich sagen, das sind Abweichungen, die habe ich in noch keiner Anleitung so erlebt. Und das ist das erste Mal hier, dass ich es wirklich so schlimm erlebt habe. Also das hat man immer mal, dass Farben vielleicht ein bisschen verwirrend oder abweichend sind, aber hier ist es echt schlimm. Sonst sind die Bauschritte hier sehr gut erklärt und auch sehr übersichtlich. Man sollte nur immer schauen, dass man zum Beispiel Dreiecksteile von so einem Zweierplate und einem Einerplate unterscheiden kann. Das ist manchmal nicht ganz ersichtlich, aber da schaut man ganz genau hin, dann passt das. Das ist mit den Farben halt wirklich schlechter. Davon abgesehen hat der Bau, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Dann kann sich das echt gut hinstellen, wenn man Star Wars-Fan ist. Und es gibt auch noch andere Modelle davon. Zum Beispiel gibt es noch einen Darth Vader und einen Stormtrooper. Die können wir auch nochmal zusammenbauen und uns anschauen. Und ich denke, wenn man die dann nebeneinander stellt, könnte das echt cool aussehen. Und noch ein Vorteil ist, wenn euch der Yoda so nicht gefällt, wie er da steht, es gibt sehr viele Ersatzteile, mit denen man modifizieren kann. Oder man nimmt sie dann einfach, sind ja voll kompatibel, mit in die Teilekiste, die man sowieso schon hat, an Ersatzteilen. Und man hat am Ende so viele Teile übrig, dass man sich daraus noch ganz eigene Modelle bauen kann. Ist aber ein Vorteil, würde ich sagen. Das Modell hat mit Versandkosten nach China ungefähr 3 € gekostet. Da war die Originalverpackung dabei, die Anleitung dabei, die Teile dabei, die Ersatzteile dabei. Dafür kann man keinen Fehler machen und ich finde, dafür kann es sich echt sehen lassen. Ich finde es immer cool, dass hier so eine Grundplatte mit dabei ist. Ich finde, das Modell ist relativ stabil, also man kann es schon mal ein bisschen umfallen lassen. Das hält es aus. Spielen wird damit im Normalfall sowieso keiner. Und selbst das würde es bestimmt zeitweise aushalten. Also dafür gibt es einen Daumen hoch. Und dementsprechend kann ich euch am Ende auch nur eine Kaufempfehlung geben und euch sagen, wenn euch die Star Wars-Reihe gefällt, ihr euch mit den Diamond Blocks anfreunden könnt,
Kauft das gerne. Ihr werdet damit viel Spaß haben, genauso wie ich. Wenn ihr dieses Set auch besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn es euch sehr gefallen hat. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag. Euer Krieg der Steine.